Ich esse keinen. Bist du im Dunkeln? Häftling. Das sah so aus, als wenn er irgendein Schwarzes mit langen Haaren ganz schnell zur Seite gegangen ist. Ich denke, das ist jetzt wie bei Grave Encounters. Oh mein Gott. Im Kreislauf und nicht mehr rausfinden. Und wir öffnen eine Tür und sind dann wieder bei unserem Schlafplatz. Und geht einfach nur ein riesiger Gang hinter. Ein verlassenes Gefängnis. 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 Der Einstieg ist schon mal abenteuerlich hier. Da muss man sich irgendwie auch mit den schweren Overnight-Sachen. Boah. Hier seht ihr eigentlich schon so Gebäude drumherum, aber das sind noch nicht wirklich die, wo wir drin übernachten wollen. Da geht es nämlich noch ein ganzes Stück weiter. Leute, hier hinten ist unser Zugang zum Innenhof von dem Ganzen. Und wenn ich sage Innenhof, dann könnt ihr euch vielleicht schon denken, wo wir hier sind. Und wenn ihr euch hier diese ganzen vergitterten Fenster anschaut. Ja, genau. Ein verlassenes Gefängnis. Steht sogar noch ein paar Sachen stehen hier noch drin. Sieht aus wie eine ehemalige Werkstatt. Und ihr seht schon anhand von dem Gemäuer hier, dass das wirklich eine Burg ist. Also meinen Infos zufolge soll diese Burg wohl um 1500 rum erbaut worden sein. Guckt euch mal diesen krassen Innenhof an. Steht noch so ein von so einer Pferdekutsche die Achse. Und hier, das ist der Innenhof. Hier komplett, wie ihr seht, jedes Fenster ist hier vergittert. Echt krass, ey. Schon krass, wenn man sich vorstellt, dass das hier früher wirklich der einzige Ausgang an die frische Luft für die Gefangenen war. Und die Koppel war früher dafür gedacht, dass da drin das Wachpersonal stand. Und natürlich die Gefangenen, die hier ihren Hofgang hatten, beaufsichtigt haben. Da ist der Turm. Wahnsinn. Da oben hängt noch eine Uhr dran, aber ich denke, die zeigt schon lange die Zeit nicht mehr an. Der Innenhof ist hier so verwachsen. Schaut mal hier, diese Tür ist durch einen Baum versperrt. Hier ging es mal rein. Da steht einfach ein Baum davor. Besser, wir suchen uns erstmal auf der Seite den Schlafplatz, bevor wir alles andere erkunden, weil ich habe da vorne schon rumgeleuchtet. Ich das sehe. Denkst du, ich wäre eigentlich dafür, wir nehmen den Turm als Schlafplatz. Aber ob das zu auffällig ist? Nee, das ist nicht das Problem. Ich glaube, das Problem ist der Verfall. Ich habe mal gerade dran reingeguckt. Das sieht schon nicht mehr so witzig aus, ne? Ich würde trotzdem sagen, also zumindest mal in den Turm reinschauen müssen wir. Also da fänden wir halt auch schon geil, ne? Ja, es wäre geil, aber ich sag mal so, ich habe auch keine Lust zu schlafen, wenn mit dem Gedanken, dass mir hier irgendwie die Decke auf den Kopf fällt. Weil wir dürfen nicht vergessen, hast du es gelesen hier? Das Ganze ist von 1555, steht da drüben an der Kuppel. Ja, das hat eine riesen Geschichte, das Ding. Übel. Jetzt kommen die ersten Vibes auf. Oh ja. Oh ja. Ist das geil. Wir brechen ein in ein Gefängnis. Geil. Hier ist ein extremer, tiefer Keller. Schaut euch mal an, was das für eine Atmosphäre ist. Das kommt ja fast rüber. Ich will jetzt nicht sagen, wie die Katakomben, aber wie so ein richtiger krasser Kerkerkeller hier unten, oder? Okay, wo sind die Zellen? Wo ist die... Oh, Leute. Guckt euch das an. Schöne Einzelzelle. Die hatten ja wirklich nur diese Liege und einen Tisch. Und das war's. Also ich schätze mal, das wäre gar nicht so verkehrt, das heutzutage wieder so einzuführen. Dann ist das Gefängnis vielleicht auch ein bisschen gefürchteter.
Wenn ich das so sehe, würde ich eigentlich am liebsten in einer der Zellen schlafen. Das kommt ja vollkommen krass. Overnight in Gefängniszelle, oder? Und hier liegt sogar eine Matratze drauf. Hier hat wahrscheinlich mal jemand eine kurze, schöne Zeit verbracht. Ich will gar nicht wissen, was die gemacht haben. Kimi hat gerade erzählt, hier liegen irgendwo geöffnete Kondome rum. Hier überall diese Zellen. Ich will bloß am liebsten so schnell wie möglich den Overnight-Rucksack ablegen und mir das Ganze dann hier mal auf entspannte Art und Weise anschauen. Ja, das sieht schon skurril aus, oder? Ich glaube, wir sind nicht hier alleine. Warum? Das habe ich gerade, wo ich rausgeleuchtet habe, auch gedacht. Ich habe übrigens unser Bett schon gefunden, unser Schlafzimmer. Unser Schlafzimmer. Ich bin gespannt. Ja. Ja, mal ganz im Ernst, warum nicht? Das ist immer, wenn wir unser Zeug da drauf packen, dann spürt man die Matratze nicht. Ich habe so eine Baumarktplane mit, aber halt bloß eine. Die wäre halt nicht verkehrt für die versifften Matratzen. Ich habe noch diese Iso-Alu-Matte. Das ist. Ja, dann legst du halt das rum. Genau. Leute, ich hoffe, man hört das auf Kamera. Hier unten rennt irgendjemand rum. Aber auch im Dunkeln. Ja, im Dunkeln. Ich kann mal keinen. Warte mal. Ich setze mal ganz kurz zumindest mein Pullover hier vorne ab. Mein Rucksack. Im Dunkeln durch die Büsche. Im Dunkeln. Ich habe, glaube ich, auch irgendwas Weibliches gehört. Ich will nicht immer sagen, ich habe eine Frauenstimme gehört, aber irgendwie klang es, als hätte sich gerade eine Frau mit einem Mann unterhalten. Ich habe was gehört. Kommt irgendjemand? Was soll denn das für eine Nacht werden? Wir schaffen ja nicht mal unseren Schlafplatz aufzubauen, oder? Das ist mein Kopf. Das Problem ist, wir wollten ja eigentlich unser Lager einrichten und dann auskundschaften gehen. Aber wir können nicht unser Lager einrichten, wenn hier Leute rumrennen. Das ist das Schlimme. Wir dürfen nicht diese Tür zumachen. Wenn uns hier jemand einschließt, Leute, stellt euch mal vor, jemand macht hier die, wir haben die Tür zu beim Schlafen. Jemand macht hier zu und macht hier ein Schloss davor. Da haben wir einen richtigen Bretches. Dann müssen wir aus dem Gefängnis wieder ausbrechen. Was meinst du, was auf den Matratzen in der Stadt jetzt hat? Ich will es gar nicht wissen. Ja, ich will nicht wissen, was. Hier liegen ja auch leere Kondomverpackungen rum. Ja. Das ist ja schon getrieben worden. Und hier unten liegen Teelichter. Also ich denke, hier hatte der ein oder andere eine romantische Nacht. Scheiße. Das ist keine Polizei. Nein. Nee. Die werfen hier Steine hoch. Soll ich mal schreien? Nee. Alter, hört ihr das? Die werfen hier Steine hoch. Ey, das wird eine wilde Nacht. Also ihr habt's gehört, wir haben schon den ersten Besuch. Irgendwelche Leute sind da draußen, die haben Steine geschmissen. Haben die Licht an? Hast du was gesehen? Ja, der eine hat irgendwie eine kleine Taschenlampe gehabt oder so. Hier rein. Wie es hier reingeht? Ja. Deswegen schmeißt ihr Steine. Ja, Leute, ich hab's freundlicherweise mal erzählt, wie die Leute hier reinkommen. Ich hoffe jetzt nur nicht, dass die so auffällig sind und uns noch verraten. Weil wenn die hier schon Steine werfen. Das fängt auf jeden Fall spannend an, Leute. Boah. Cool wäre es natürlich gewesen, wenn die später gekommen wären, nachdem ich unsere Alarmanlage aufgebaut habe. Oder nachdem wir schon unseren Rundgang haben und die liegen. Und stell mal vor, auf einmal werfen die den Stein, das wäre auch gruselig gewesen. Na klar. Also ich hoffe, dass meine Baumarktplane heute Nacht nicht irgendwie wegrutscht. Dass ich aufwache direkt
mit dem Gesicht auf dieser versifften Matratze und sabbern, Mund offen. Ich würde mal sagen, sieht relativ gemütlich aus, oder? Schreibt's mal in die Kommentare, wer hier auch übernachten würde und für wen das gar nichts wäre. Wollen wir vielleicht hier oben anfangen, einmal eine Runde rumzugehen? Dann runter. Das wäre auf jeden Fall geil. Können wir machen. Oder wollen wir, du gehst in die Richtung eine Runde, ich in die Richtung, wir treffen uns. Also dann laufen wir einfach eine Runde rum, hier rüber, genau. Und treffen uns dann hinten wieder, genau, in der Mitte. Ey, mal ganz im Ernst, das ist doch absolut krank hier, oder? Was ist das für eine gruselige Zeichnung? Schon allein der Blick hier, oder? Richtig geil. Okay, hier geht's runter. Aber wir gehen mal hier rüber schauen. Ach, und Leute, noch ganz wichtig. Ich mach mal schnell mein Handy auf laut. Ich habe das nämlich ständig lautlos. Falls irgendwas ist, damit mich Kimi anrufen kann. Also hier sind wirklich überall so kleine Zimmer, wo die Betten noch drin stehen und irgendwelche Regale. Ah, das sieht sowas von gespenstisch aus hier. Das sind so Waschräume, das ist eher nicht so interessant. Und hier wieder. Was ist denn das? Ja, das Klo, ekelhaft. Okay, das war hier also auch eine Zelle, klar. Hier ist also die Zellentür. Die wurde zugemacht, die geht leider nicht zu. Und dann wurde hier innen diese Gittertür zugemacht. Und das war die Zelle für den Gefangenen. Viele einzelne Zimmer auch noch so. Hier stehen überall Stühle rum und so Tische, als wäre das mal eine Schule gewesen. Aber ich denke, im Endeffekt sind das wirklich alles Zellen und dann immer so ein kleines Bad dazu, obwohl ich das jetzt ziemlich groß finde hier. Alter Schwede, hier hängt noch eine Hose. Ob das so eine Hose von den Gefangenen ist? So weiß? Kann das sein? Steht auch noch eine Schreibmaschine, eine richtig, richtig alte. Hier geht aber gar nichts mehr an dem Ding, absolut festgekeimt. Hat schon echt richtig, richtig was Gruseliges hier. Hier ist sogar noch, war das vielleicht mal eine Küche oder so? Ich habe keine Ahnung. Aber hier ist noch eine Speisekarte, einen Speiseplan. Schnitzel, Mischgemüse, Kartoffeln, Hühnchenschenkel, Roster, Bohnensalat. Ich glaube fast schon nur vom Sehen, dass es noch als irgendwas anderes oder so genutzt wurde. Nicht nur als Gefängnis. Wenn ich hier so sehe, hier stehen Kleiderschränke und so rum und so Bänke und Stühle wie von der Schule. Und hier geht es jetzt hoch. Und hier sind wahrscheinlich wieder normale kleine Zellen. Das sieht ja hier fast so aus wie so ein Jugendclubzimmer oder so. Da drüben eine kleine Ledercouch. Hier ein Tisch. Könnte wirklich irgendwie mal ein Jugendzimmer gewesen sein. Okay, hier ist auch teilweise, ist hier auch bisschen schon was eingestürzt, sehe ich gerade. Ich habe den Zugang zum Turm gefunden. Echt geil. Aber ich bin jetzt noch nicht hochgegangen, ich wollte das mit dir machen, aber es sieht schon ganz schön eingefallen aus. Hier vorne bin ich gerade drunter durchgelaufen, ja, weil die kompletten Stützbalken schon alle ganz kurz vorm Runterknallen sind.
Aber hier dieses Gepolsterte, da müssen wir gleich also... Oh, ja, das habe ich gar nicht gesehen. Das ist hier einfach mal eine Gummizelle. Ja. Vielleicht hat uns das Schicksal hierher geführt. Hier gehören wir her. Ich glaube auch. In eine Gummizelle. Ich glaube, das ist ein Zeichen. Leute, guckt euch mal einfach dieses Zimmer hier an. Das wirkt ein bisschen anders als die anderen Zimmer, oder? Guckt mal da hinten die Gardinen. Aber hier kommt auch irgendwie schon die Decke runter, beziehungsweise ist die schon extrem zusammengefault. Das Holz ist richtig schwarz. Durch dieses Loch. Was durch dieses Loch? Da kannst du hochgucken, da sind die Treppen zum Turm. Was? Ja. Ich run da jetzt einfach durch. Warte mal. Ja, mach einfach. Okay. Leute, natürlich niemals nachmachen. Das ist absolut dämlich, was wir hier machen. Hä? Verstehe ich gerade nicht. Das war hier, wo der Boden so nicht beginnt. Hey, da muss sie jetzt mal mitkommen. Ich denke, das ist jetzt wie bei Grave Encounters, dass oh wir im Gott. Kreis laufen und nicht mehr rausfinden. Und wir öffnen eine Tür und sind dann wieder bei unserem Schlafplatz. Oh, und gehen in eine andere Richtung und sind wieder bei unserem Schlafplatz. Aber ich bin jetzt einmal im Kreis gegangen, hier ist wieder diese komische Leitung. Wir sind einmal im Kreis gelaufen, der hier. Ach. Doch? Ja, na klar, hier ist. Ja. Du Scheiße, ey. Das. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, aber wir könnten mal eins weiter hochlaufen, oder? Wo mir der ehrlich gesagt bei dem Holzboden ja auch nicht so das wohl ist. Weil es gibt dafür vor uns ja doch ein zweites Dachschloss. Zum Glück bin ich dünn. Leute, auch an dieser Stelle von mir, macht's nicht nach, das ist dumm. Das ist da 1:1 unser Flur. Ja. Grave Encounters. Grave Encounters. Wer ist der gestörte Verrückte, der überlebt und Jahre später unten im Keller gefunden wird? Mit langem Bart, okay, ich. Und da hinten, siehst du das? Wie wollten wir da hochkommen? Ach, ja. Du Scheiße. Ja, das sieht richtig spooky aus. Ach, du Scheiße. Warte mal, ich versuche mal einen Blick hier hochzuwerfen. Das ist nicht der Turm, oder? Wo geht es zum Turm? Das ist jetzt auch eine Dachspitze hier. Bin ich das? Was war denn das gerade für Gepolter? Schnell wieder runter. Oh, Leute. Hier liegt eine tote Katze. Das ist aber hundertprozentig. Ich hatte wahrscheinlich vorher hier gelegen und ich hätte immer durchgelegt. Ja. Ist das eine Katze? Ja. Das sieht so aus. Das ist eine Katze. Die Arme, die waren noch ganz klein. Ja. Ey, weißt du, was vorhin gruselig war? Ich habe vorhin bin hier oben lang gegangen und habe mal geguckt aus dem Fenster, wo du gerade bist, wegen deinem Licht. Und ich habe dich nicht gesehen. Und ich mir so gedacht, stell mal vor, so, du bist auf einmal jetzt verschwunden. Wir beide sind jetzt einfach woanders und finden uns nicht mehr wieder. Lost im Gefängnis. Hier ist der, ich nenne sie jetzt einfach mal Empfang. Hier saß wahrscheinlich so ein Wärter drin, der hier die neuen Gefangenen in Empfang genommen hat. Das ist doch ein Waffenschrank. Aber unser Zellenschlüssel hängt da gar nicht. Wir sind, glaube ich, noch 242. Unter 242? Nee, das geht nur bis 115. Ja, dann können wir gar nicht befreit werden. Also, guck mal, da oben, in dieser Dachstütze, da waren wir gerade. Da habe ich gerade hingeguckt, über diese komische Treppe. Wir sitzen gerade hier in dem Innenhof. Und die Kimi hat gerade was richtig, richtig Gutes gesagt. Nämlich, während andere Leute Sonntagabend vor dem Brückentag zu Hause auf der Couch sitzen und Fernsehen gucken, sitzen wir im Dunkeln, wir hatten nämlich gerade komplett die Lichter aus, in einem Innenhof von einem Gefängnis von 1555. Also entscheidet selber.
Was ist geiler? Eindeutig das Gefängnis. Eindeutig TV? Nee, Quatsch. Leute, an dieser Stelle, ich weiß, ihr habt das sicherlich schon von vielen, vielen anderen Lost Place YouTubern gehört. Geht raus, macht was Geiles. Aber seid immer vorsichtig und nicht so unvorsichtig und dämlich wie ich oder wie wir. Wir sind verrückt. Wir dürfen das. Spaß beiseite. Macht was Geiles. Das Leben ist viel zu kurz, um zu versauern in einem langweiligen Leben. Also die Wildkamera steht. Oh, Wildkamera steht und müsste dann hier hoffentlich den Großteil von dem Hof abdecken. Wir haben nämlich auf dem Weg hierher einen, ich sage jetzt einfach mal, Katakombenkeller gefunden. Kimi meinte gerade, da vorne wäre auch einer. Ich habe gerade da so hochgeguckt. Das sah so aus, als wenn da irgendein Schwarzes mit langen Haaren ganz schnell zur Seite gegangen ist. Du bildest dir hier Sachen ein, wie ich vorhin mit das, dass da jemand hinter der Tür steht. Aber das sind so die Schatten und so. Wir wollen mal nicht alles gleich paranormal reden. Aber hier ist ein übelster Keller. Hier, guck mal. Das wird aber nur ein riesen Kohlekeller sein, denke ich. Ja, hier riecht es extrem nach Pipi. Ey, alter Schwede, ist das. Das ist ein Riesending. Und was ist das hier? Tor zur Hölle oder was? Ach nee. Das wäre geil, oder? Katakombeneingang hier. Das wäre jetzt richtig geil. Auf Schlau. Guck dir mal das Gemäuer an, ey. Krass. Wie alt das wohl ist, ja. Noch kurz hier gucken. Aber hier wird auch nichts sein. Nee. Und überall diese Schächte zum Kohle runterschmeißen, schätze ich jetzt einfach mal. Hier. Oder Leute, oder war das Belüftung? Das ist ein. Ich weiß halt nicht. Wenn das jemand weiß, kann er es ja gern mal in die Kommentare schreiben. Was liegt hier für eine Zeitung? Viel Spaß beim Datum finden. 1996. Maske in Leipzig. Henry Maske. Hey, ich erzähle euch jetzt mal was aus meiner Kindheit. Ich war früher als Kind so ein bisschen Henry Maske-Fan oder ich schaue schon immer gerne Boxen. Und dieses Abschiedslied vom Henry Maske hat mich damals einfach, ich sage es einfach mal so, zu Tränen gerührt. Ich war da echt traurig, war ich in der dritten Klasse, das weiß ich jetzt noch. Ja. Manche Sachen prägen sich ein, ne? Ja, ja. Wollen wir noch da vorne in das Katakomben-Ding gucken, was wir gefunden haben? Das können wir eigentlich nicht vorenthalten, ne? Das ist schon geil. Ja, 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 da müssen wir mal reingucken. Leute, wir haben nämlich einen extrem umständlichen Weg am Anfang genommen. Und da sind wir an so ein paar Kellerlöchern vorbeigelaufen, die extrem nach Katakomben aussahen. Ja, nicht jedes Kellerverlies sieht aus wie bei den Katakomben, aber ihr werdet auf jeden Fall gleich sehen, was ich meine. Das ganze Gelände hier um die Burg ist extrem zugewachsen. Hier vorn ist ein richtiger Burggraben. Da war sicherlich mal Wasser drin, also vor 500 Jahren oder vor 450 Jahren auf jeden Fall. Und hier, genau sozusagen in der Mauer um die Burg, haben wir diese kleine Höhle hier gefunden. Hey, und wenn das nicht aussieht wie die Katakomben, dann weiß ich auch nicht, oder? Du warst schon in den Katakomben, sieht so aus. Bisschen schon, ne? Bisschen schon. Also es versprüht gewisse Vibes. Alter Schwede! Hier geht einfach nur ein riesiger Gang hinter. Ach du Scheiße. Wo geht denn das hin? Nicht, dass wir hier irgendwie in irgendwelchen Wohnungen... Nee. Ach, wir sind bescheuert. Ach Mann, hier ist schon wieder der Ausgang. Also ich habe echt gedacht, wir kommen jetzt nach Paris. Nee, Quatsch. Hier ist der Wachturm mal von außen. Hier ist ein Nebengebäude noch. Ich schätze mal, dass das damals im Betrieb noch irgendwas anderes beinhaltete. Keine Ahnung, vielleicht auch noch ein Wachturm oder irgendwie Pausenraum für die Wachen oder so. Und hier ist komplett um das Teil drumherum eine Mauer gezogen.
einfach hier auf das Schloss. Ich hoffe wirklich, die bleibt stehen. So, und ich würde vielleicht den Bewegungsmelder hier hinstellen. Also ich habe den jetzt vorhin gestellt, dass jemand, also es gibt ja nur eine Treppe von da hinten. Und wenn der lang geht in unsere Richtung, perfekt, so muss es sein. Und ich denke, wenn da jemand reinlatscht, kackt das ihn erstmal in die Hose. Du erschreckst da sowas von, ja, weil es so laut ist. So, das Bettchen ist hier gemacht, Leute. Alibi-mäßig mal kurz Platz genommen. So Leute, also wir haben jetzt gefordert. Bis jetzt ist nichts mehr vorgefallen oder so mit anderen Leuten oder sowas. Wir lassen jetzt noch ein bisschen entspannt den Abend ausklingen. Unseren Tisch hier filme ich lieber gar nicht. Nee. Und ja, im Schein meiner gruselig wirkenden Laterne geht's dann auch gleich ins Bettchen. Ich wünsche euch auf jeden Fall, wenn ihr das Video jetzt abends anguckt, eine gute Nacht. Ach so, kleine Anmerkung noch, habe ich jetzt fast vergessen. Für die Leute, die es noch nicht wissen, auf meinem Kanal gibt es jetzt eine Kanalmitgliedschaft erst seit kurzer Zeit. Da bekommt ihr unter anderem Uncut-Aufnahmen zu Gesicht, also von meinen ganzen Videos, die ungeschnittene Version. Und das ein oder andere Video mache ich auf jeden Fall auch direkt ganz exklusiv, nur für die Kanalmitglieder. Und an alle Kanalmitglieder, die schon dabei sind, ganz herzlichen Dank für eure Unterstützung. Das hilft mir extrem weiter, überhaupt solche geilen Projekte zu machen, weil die ganze Fahrerei kostet schon einen Haufen Geld. Ja, lange Rede, kurzer Sinn. Ich würde mal sagen, wir verabschieden uns hier jetzt. Genau. Und wir sehen uns, wenn nichts mehr passiert, morgen früh. Gute Nacht. Richtig bescheuert. Leute, kleiner Nachtrag. Wir liegen jetzt beide im Bettchen und gucken uns einen Film an. Ich zeige euch mal einen kurzen Ausschnitt, das geht vielleicht klar. Mal ganz im Ernst. Die zwei Bekloppten schlafen in dem verlassenen Gefängnis, in der Gefängnisburg von 1955 und ziehen sich abends einfach mal Grave Encounters rein. Also mal so unter uns, Leute. Ich denke, wenn das kein Like wert ist, dann weiß ich auch nicht. Wollen das ist nicht meine Challenge, das machen wir einfach freiwillig, wenn wir Bock drauf haben. Weil wir bekloppt sind. Leute, ihr werdet uns für absolut bescheuert halten, aber ich denke, ihr werdet euch auch freuen, weil wir haben jetzt gerade, wie ihr gesehen habt, Grave Encounters angeschaut. Das ist wirklich ein gruseliger Film, ist klar, da spielt zwar in einer verlassenen Psychiatrie, glaube ich, aber wir machen jetzt hier noch eine kleine paranormale Untersuchung. Ich schnapp mir mal mein K2 Meter und mein Handy und dann gehen wir mal in so eine Zelle hier unten. Und gucken mal, ob wir da auch etwas aufnehmen. Ich denke, das ist auf jeden Fall in der Location extrem spannend. Das war eigentlich nicht so geplant, aber euch zuliebe und uns zuliebe, ja, muss das jetzt einfach noch sein. Und danach geht's aber wirklich ins Bett, ey. Leute, das ist einfach nur gruselig, oder? Ihr könnt ja gerne mal in die Kommentare schreiben, wie ihr die Idee mit den Bewegungsmeldern findet. Und wie ihr so, wie ist das Spielbohrmustik findet als Bewegungsmelder. Mal noch ein bisschen Kontext. Wir haben jetzt, oder Kimi hat gerade mal bei Google nachgeschaut. Also die Burg existiert eigentlich seit 1200 ungefähr, so ungefähr. 1200 irgendwas. Also das Ding ist wirklich fast 800 Jahre alt. Das ist der Wahnsinn. Dann war das irgendwie da Hofsitz einer Grafenfamilie und dann erst später ist das ein Gefängnis geworden. Aber du hast ja vorhin gerade erzählt, dass hier
aus den Konzentrationslagern irgendwelche Leute von hier in die Konzentrationslager gekommen sind? Ja, ich glaube 80% aus dem Hochsicherheitstrakt waren das. 80% aus dem Hochsicherheitstrakt sind von hier direkt in ein KZ gewandert. Ja. Wahnsinn, oder? Also extrem geschichtsträchtiger Ort. Noch krasser, als ich eigentlich gedacht habe. Also ich würde sagen, wir werden hier unten erstmal einfach nur mit der Ghosttube-App probieren. Ja, was anderes habe ich jetzt nicht mit. Wie gesagt, das war nicht geplant. Und auf dem Weg nach oben können wir das K2-Meter mal ausprobieren. Du kannst ja bitte mit dem Auge auf das K2-Meter werfen. Ja. Ich würde mich als erstes erstmal gerne vorstellen. Ich bin David. Und ich bin die Kimi. Wir kommen mit guten Absichten. Wir würden nur gern wissen, ob es hier irgendwelche Entitäten oder Energien gibt oder verflossene Menschen, die Lust haben, sich mit uns zu unterhalten. Wenn du dich mit uns unterhalten möchtest, kannst du das entweder über diese Handy-App machen oder da drüben über dieses Gerät, indem du dich einfach darauf zubewegst. Das zeigt mir dann, dass du anwesend bist und gern Kontakt aufnehmen möchtest. Wie gesagt, wir haben nichts Böses im Sinn. Wir würden nur gern schauen, ob sich hier irgendjemand gern unterhalten möchte. Ist hier irgendjemand anwesend, der gerne reden will? Hat vielleicht irgendjemand Lust, sich mit uns zu unterhalten hier? Aus welcher Zeitepoche auch immer. Muss man hier echt dazu sagen. Dass das ist ja richtig. Ich denke, wenn es hier Geister gibt, werden die vielleicht auch einfach froh sein, hier raus zu sein. Ich glaube auch. Ich glaube, keiner will länger sein als nötig. Ja. Geht die nach unten? Es ist dunkel. Es ist dunkel. Ja. Ich habe gerade die Tür angepasst, weißt du? Ja. Okay. Bist du im Dunkeln? Beziehungsweise bist du noch hier in diesem Gefängnis? Oder vielleicht war das noch gar kein Gefängnis. Als derjenige hier verstorben ist. Häftling. Ey, das ist jetzt krass. Also Leute, habt ihr das gerade gehört? Die App hat gerade Häftling gesagt. Also jetzt mal ganz und ehrlich. Und das ist schön heftig, oder? Das ist jetzt nicht irgendein dummer Zufall. Nee. Warst du ein Häftling hier? Ach, ich habe auch gleich Gänsehaut. Mir ist da kalt den Rücken runtergelaufen. Das ist jetzt heftig. Jetzt habe ich auch die ganze Zeit das Gefühl, jemand steht hinter einem so, ja? Bist du hier ein Häftling gewesen? Wenn jetzt noch gefangen oder sowas kommt, dann bin ich weg. Also in meinem Bettchen. Vielleicht sollten wir noch mal ein paar Schritte hier runtergehen. Vielleicht kriegen wir noch mal irgendwie eine krasse Antwort oder so. Frag nochmal, warst du Häftling hier in diesem Gefängnis? Wie gesagt, wir haben nichts Böses im Sinn. Wir würden uns noch gern mit dir unterhalten und vielleicht das ein oder andere von deiner Geschichte oder von der Geschichte dieses Ortes hier erfahren. Das hast du doch auch jetzt, oder? Ja, aber was war das? War das jetzt ein Tier? Weiß ich nicht. Keine Ahnung, was das war. Ich habe im ersten Moment bloß kurz überlegt, ob das vielleicht unsere Melodie von Bewegungsmeldern sein kann. Alter. Kleine Randinfo dazu. Kimi meinte vorhin noch, stell dir mal vor, wenn wir runtergehen und die PU machen, dass hier der Bewegungsmelder oben anschlägt oder einer der Bewegungsmelder. Das wäre echt unheimlich. Umarmung. Mhm.
Vielleicht ist ja hier jemand, der sich gern mit uns unterhalten möchte. Wir kommen wirklich nicht mit bösen Absichten. Wir würden uns nur gern mit dir unterhalten. Du kannst entweder über dieses Gerät oder das Gerät in Kimmys Hand mit uns kommunizieren. Schön allein hier im Dunkeln durchzulaufen. Überall in manchen Zimmern stehen so einfach nur so Stühle in der Ecke. Das ist echt richtig gruselig. Ich bin mir nicht sicher. Was meinst du mit ich bin mir nicht sicher? Bei was bist du dir nicht sicher? Ich höre dich. Okay. Wie ist dein Name? Hast du Lust, mit uns zu sprechen? Wie ist dein Name? Hast du Lust, mit uns zu sprechen? Wir befehlen es. Wer befiehlt was? Und wer sind wir? Wie viele seid ihr hier? Bist du noch da? Es steht bloß wieder... Licht. Wieder Licht. Vielleicht Licht, wo du jetzt hier reingelöscht hast? Bist du hier in diesem Zimmer? Jetzt müsste sich der Stuhl bewegen, ey. Ich frag nochmal, was meinst du mit Licht? Bist du hier in diesem Zimmer, in das ich gerade reinleuchte? Hier lassen. Wir wollten gerade weitergehen. Was soll ich hier lassen? Ich will kommen. Jetzt ist sie oder er irgendwie redseliger. Du willst kommen, hierher zu uns? Was soll ich machen? Du könntest zum Beispiel dich mal auf dieses Gerät hier zubewegen. Dadurch schlägt das aus. Streck mal den Arm aus, bitte. Einfach so. Beweg dich mal bitte auf dieses Gerät zu und bring es zum Ausschlagen. Wenn du Energie dafür brauchst, kannst du die Energie von meinem Handy gern nutzen. Aber um uns zu zeigen, dass du da bist, könntest du das gern mal ausschlagen lassen. Kannst du es hören? Ich höre nichts. Wenn du Geräusche machen kannst, dann könntest du auch mal an einer der Türen klopfen. Zweimal. Ich möchte reden. Du kannst gern mit uns reden. Wie heißt du denn? Also wir wissen ja schon mal, dass du hier wahrscheinlich Gefangener in diesem Gefängnis warst. Es wäre halt noch schön zu wissen, wie dein Name ist. Komm herein. Hey Leute. Okay, okay. Sollte ich in dieses Zimmer kommen? Wenn ja, dann antworte bitte mit ja. Kannst du es hören? Was denn? Wenn du nicht über diese Geräte mit uns kommunizieren willst, kannst du dich natürlich auch über Klopfgeräusche oder Ähnliches bemerkbar machen. Oder über die Bewegungswelle.
Oder über unsere Bewegungsmelder. Ja, Leute, das ist ziemlich lückenhaft auf jeden Fall, die Antworten. Manches hat ziemlich gut gepasst und manches war ziemlich verallgemeinert. Ich würde aber jetzt gern mal noch ein paar Bilder machen mit Blitz einfach. Unten mal von den Zellen und dann hier oben auf unserem Flur noch von dem einen oder anderen Zimmer. Und ja, mal schauen, ob da irgendwas drauf zu sehen ist. Also Leute, ich muss immer ganz kurz hier mein Kameralicht ausmachen, um ein Bild mit Blitz zu machen. Jetzt knipsen wir noch ein paar Zellen oder vielleicht auch mal den kompletten Flur. Vielleicht ist ja wirklich irgendwas drauf. Hab ich lang nicht gemacht. Einfach mal so ein paar Bilder mit Blitzlicht. So, Zelle Nummer 1. Unsere PU-Zelle noch. Das war die nicht. Aber ich habe ein komisches Gefühl, ich knipse sie trotzdem mit. Nee, also ich habe das mit den Fotos noch nicht so oft gemacht. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass sich das lohnt. Keine Ahnung warum. Wenn das nicht gruselig ist, dann weiß ich auch nicht. So, jetzt aber wirklich leider. Bis morgen früh. Wir müssen jetzt echt ins Bett. Und komplette Nachterkundung haben wir gemacht. Also morgen früh steht eigentlich wirklich nur noch hier raus und Drohnenaufnahmen an. Ja. Würde ich mal sagen, gute Nacht, Leute. Wenn irgendwas passiert oder so, ich wünsche mir das so sehr, dass einer der Bewegungsmelder irgendwie heute Nacht mal ausschlägt. Ja. Wenn was passiert, melde ich mich auf jeden Fall zurück. Ansonsten bis morgen früh. Einen wunderschönen guten Morgen, meine Freunde. Wir sind gerade aufgestanden. Wir mussten uns aber tatsächlich einen Wecker stellen, damit wir nicht bis um 11 oder sowas schlafen, weil der Tag gestern ehrlich gesagt erst so um 4 oder sowas zu Ende war. Und ich denke, wir hätten ja bis um 10 oder um 11 oder sowas geschlafen. Ja, auf jeden Fall packen wir jetzt unsere Sachen zusammen und dann geht's wieder runter. Die ganzen Utensilien, die Wildkameras und die Bewegungsmelder einpacken. Ja, siehst du erst mal, was da oben hier an den Fenstern für eine Verzierung dran ist. Das ist mir gestern gar nicht so aufgefallen, beziehungsweise heute Nacht. Ja, Leute, dann war es das auch schon wieder mit diesem Video. Schaut auf jeden Fall mal bei der guten Kimmy vorbei. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Vergesst nicht, den Daumen nach oben und einen Kommentar da zu lassen.
würde ich mal sagen, bis zum nächsten Mal, Freunde. Ciao, ciao und macht's gut.